Lieben, und es ist mal wieder Zeit für die Neuerscheinungen. Und zwar dieses Mal von Herbst und Winter 2015. Sprich September, Oktober, November und Dezember. Und ich habe gerade irgendwie nicht richtig zählen können, aber das ist ja egal. Ich habe die Bücher jetzt nicht in eine chronologische Reihenfolge gebracht. Sie kommen alle irgendwann in diesem Zeitraum raus. Und es sind alles Bücher, auf die entweder ich oder die Mehrheit der buchlesenden Gemeinschaft sich sehr freut. Als erstes habe ich für euch Death Arising im Herzen des Feindes von Karen Bau. Bei Goodreads hat es ziemlich gute Bewertungen bekommen und deshalb freue ich mich auch sehr auf dieses Buch. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich mir die deutsche oder die englische Version holen werde, weil ich muss ehrlich sagen, das deutsche Cover... mal schauen. Hier geht es auf jeden Fall um ein junges Mädchen, das in einer zukünftigen Welt lebt, in der alles sehr limitiert ist. Also die Menschen haben im Prinzip nichts und um ihre Familie dann irgendwie zu retten, geht sie zum Militär, wo sie sich dann auch noch in ihren größten Feind verliebt. Klingt auf jeden Fall richtig cool und ja, ich bin gespannt, ob es hält, was es verspricht. Dann erscheint außerdem der zweite Band von der Herz im Aus, Herz, wie auch immer, von der neuen Reihe von Simone Ergeles. Der heißt jetzt Herz verloren. Ich habe Herz verspielt auch gelesen. Ich war nicht ganz so begeistert wie von den anderen Simone Ergeles Büchern, aber ich habe es trotzdem sehr, sehr gern gelesen. Hier geht es immer so um so Football-Geschichten, soweit ich weiß. Und ich glaube, der zweite Teil wird auch so eine Geschichte werden. Oder zumindest hoffe ich es. Ich sehe dem auf jeden Fall sehr positiv entgegen. Und ja, man weiß ja nie, was kommt, nicht wahr? Dann habe ich ein Buch für euch, was ein absoluter Coverkauf, zumindest bei mir wäre, falls ich mir das kaufe. Und zwar Nebel selber von Tanja Heidmann. Von Tanja Heidmann habe ich bis jetzt erst Morgenrot gelesen und fand es wirklich schrecklich, schrecklich, katastrophal. Aber dieses Nebelsilber-Cover, es führt mich in Versuchung. Die Geschichte klingt so ein wenig mysteriös, auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Es geht um ein junges Mädchen, was Liebeskummer hat und generell alles, und dann zieht sie mit ihrem Vater halt in einen Wald, um den sich verschiedene Mysterien ranken und der eben von einem Nebel bedeckt ist. Und kurz darauf steht auf jeden Fall ein vor 10 Jahren verschollener junger Mann vor ihr. Und er sagt ihr, dass ihr Herzschlag ihn zurückgebracht hat. Und generell weiß man nicht so ganz, was mit dem Wald und dem Nebel und generell alles. Man weiß gar nichts. Ich weiß zumindest gar nichts. Ich habe das Buch ja noch nicht gelesen. Machen wir weiter. Salz und Stein ist der zweite Teil von Feuer und Flut. Und ich finde dieses Cover, um ehrlich zu sein, richtig schrecklich. Ich habe Feuer und Flut noch nicht gelesen. Ich glaube, ich werde es auch nicht mehr lesen. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele von euch es gelesen haben und gut fanden oder eben nicht gut fanden oder wie auch immer. Also bei Feuer und Flut sah das ja noch irgendwie cool aus mit dem brennenden Wort. Und aber bei Salz und Stein ist halt relativ unspektakulär. Ja, dann habe ich noch eine Neuerscheinung für euch, die allerdings nicht komplett neu ist. Also keine Erstausgabe, sondern von Der Goldene Kompass kommt jetzt eine Neuauflage raus bei Carlsen mit sehr, sehr, sehr schönen Covern. Ich habe die Bücher hier stehen als Taschenbuch von Carlsen, aber die gebundenen Ausgaben sehen wirklich verdammt schön aus. Und ich glaube, das ist für viele Leute, die die Trilogie nicht kennen, weil sie damals noch nicht gelesen haben, ein guter Einstieg ist, um sich die Bücher vielleicht mal zu kaufen. Und da geht es auf jeden Fall um ein junges Mädchen und um einen Kompass, den nur sie lesen kann. Und auf jeden Fall haben sie dann auch immer noch so Tierwesen, die sie begleiten. Und ja, war auf jeden Fall eine sehr coole Middle-Grade-Reihe. Dann erscheint ein neues Buch von Lynn Raven. Leider ist es schon wieder kein High-Fantasy-Buch. Ich möchte unbedingt mal wieder ein High-Fantasy-Buch von der Autorin lesen, aber sie schreibt leider einfach keine mehr, obwohl es einfach ihre besten Romane bisher gewesen sind. Ich werde Wildfire vielleicht trotzdem eine Chance geben. Hier geht es auf jeden Fall um ein junges Mädchen in Chicago, das irgendwie eine Hexe ist und sich in einen Halbdschinn verliebt oder andersrum und irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehr Fantasy-mäßig und ja, klingt eigentlich ganz cool. Aber ich denke, ich warte da mal so die ersten Rezensionen ab, bevor ich mir das näher führe. Näher führe, wie das klingt.
ekelhaft. Ja, dann erscheint der zweite Teil von Die 100. Ich weiß, dass ganz viele Leute Die 100 mittlerweile gelesen haben, ich noch nicht. Ich habe die Serie damals geguckt, als sie in Amerika angelaufen ist, aber auch nur so die ersten 5 Folgen oder so, und dann habe ich die Serie abgebrochen. Ich weiß, dass sehr viele Leute auf die Serie stehen und aktuell auch das Buch lesen, und der zweite Teil, der erscheint im Dezember und heißt Die 100 Tag 21. Ja, dann erscheint aus dem Impress Verlag ein Taschenbuch, Book Elements, die Magie zwischen den Zeilen von Stefanie Hasse. Ich habe das Buch schon gelesen, ich durfte es vorab lesen. Ich glaube, dass es unheimlich viel Potenzial hat und unheimlich vielen von euch da draußen gefallen wird. Jeder Mensch projiziert seine Hoffnungen, Wünsche, Träume, seine Liebe in verschiedene Charaktere hinein. Nur ist es leider so, dass je mehr man projiziert, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Charakter aus dem Buch herauskommt und sein Unwesen in der wirklichen Welt treibt. Die Aufgabe von unserer Protagonistin ist es dabei, gemeinsam mit einem Team, was immer aus den 4 Elementen besteht, also Feuer, Wasser, Erde, Luft, in diesem Team gehen sie los und fangen diese ausgebüchsten, jetzt muss ich wieder an die Flughunde denken, die ausgebüchsten Charaktere, fangen sie wieder ein und stecken sie zurück in ihre Geschichten. Oder bringen sie um, je nachdem. Das klingt irgendwie hart, aber ist tatsächlich so. Ja, und unsere Protagonistin hat ein Geheimnis, denn eigentlich darf sie als angestellte Bibliothekar nicht selbst ein Buch besitzen oder außerhalb der Bibliothek lesen. Das hat sie allerdings doch gemacht. Und es ist ein Buch, das heißt Otherland. Ah, ich vergesse es immer. Ich will immer Otherworld sagen, aber das ist falsch. Ich glaube Otherland. Dieses Buch ist ein Unikat und sie liest darin und mag den Protagonisten total gerne. Und ja, dann passieren so ein paar Dinge im Laufe des Buches. Ja. Da werdet ihr vielleicht auch noch eine Rezension zu bekommen, sobald ich das Buch in Händen halte oder auch nicht. Das E-Book erscheint schon im September, aber im Oktober gibt es dann das Taschenbuch zu kaufen. Ja, dann erscheint der zweite Band der Waterfire Saga, den ich eigentlich nur hier integriert habe, weil das Cover so wunderschön ist. Ja, das Buch habe ich leider noch nicht gelesen, also das zweite ist recht nicht. Und die Cover sind einfach wunderschöner. Bis jetzt bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Dann habe ich noch ein Buch für euch, was auch so ein Coverkauf wäre. Und zwar von Nina Blajon, Der Winter der schwarzen Rosen. Der Winter der schwarzen Rosen ist ein High-Fantasy-Roman, in dem es um zwei Schwestern geht, die, glaube ich, irgendwie flüchten, auf der Flucht sind. Und Liebe natürlich. Und Magie. Und ja, klingt auch sehr atmosphärisch. Ich bin allerdings nicht so ein Nina Blajon-Leser bisher gewesen. Aber das Cover sieht wirklich toll aus. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Brüderchen und Schwesterchen. Ich bin doch in Versuchung. Jetzt komme ich mir vor wie so eine Hexe. Ja, dann erscheint der zweite Band von Magisterium. Den ersten habe ich ja schon haben wir ja mit dem Bookcircle gelesen und den habe ich auch rezensiert irgendwo. Auf jeden Fall ist das Buch von Cassandra Clare und Holly Black. 12-jähriger Junge, Zauberschule und ja, viele vergleichen das mit Harry Potter, aber es war eigentlich ganz cool. Und ja, ich bin dann ganz gespannt auf den zweiten Teil. Vielleicht wird er dann wieder mit dem Bookcircle gelesen. Man weiß es noch nicht. Der kupferne Handschuh heißt es auf Deutsch. Ich finde sogar, dass es fast noch cooler klingt als The Copper Gauntlet. Ja, dann erscheint von E. Lockhart Solange wir lügen. Das ist ein Buch, was in Amerika sehr stark gehypt wurde. We Were Liars heißt das im Englischen. Ich habe so ein bisschen was über das Buch schon gehört und es sind Sachen, die mich nicht dazu bringen, es unbedingt lesen zu wollen. Aber wie gesagt, es wurde mega gehypt in Amerika, deshalb weiß man nie so genau. Soweit ich weiß, ist es so eine Contemporary-Geschichte, aber irgendwie nicht. Und da geht es irgendwie um so eine Gruppe von Freundin, aber das ist jetzt alles ohne Gewehr. Das laber ich jetzt einfach nur in die Kamera, ohne das nachgeguckt zu haben. Ich weiß, dass am Ende so ein Twist kommt, aber den verrate ich logischerweise noch nicht, weil ihr möchtet das Buch hier noch lesen. Dann erscheint Witches of London, vom Teufel geküsst, von L.R. Powell. Da muss ich irgendwie an Devious Maze denken. Mr. Powell! Bei Witches of London geht es anscheinend um die Hexenverfolgung, um ein junges Mädchen, was eine Hexe ist und unbedingt die Hexen beschützen möchte, und einen jungen Mann, der irgendwie mit der Inquisition verbunden ist, aber der junge Mann entwickelt dann eben auch magische Fähigkeiten und ist dann irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Hexen und Inquisition und dieser ganze Streit. Und wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen,
Die verlieben sich bestimmt auch aneinander. Ich finde irgendwie das Cover nicht ganz so cool, muss ich ehrlich sagen. Also es sieht irgendwie cool aus, aber es sieht so... Ich kann es gar nicht beschreiben. Dann erscheint ein neues Buch von Mara Andeck und zwar Wenn das Leben dich nervt, Streuglitzer drauf. Das Buch hat es auf meine Liste geschafft, einfach weil der Titel richtig, richtig cool klingt und weil das Cover eigentlich auch ganz süß aussieht. Ja, und dann geht es um ein junges Mädchen, was eine Austauschschülerin aus Finnland bekommen soll. Nur, dass diese Austauschschülerin Mika eben kein Mädchen ist, sondern ein Junge, der da bei ihr zu Hause lebt. Und, es klingt so cool und es klingt echt süß. Die Protagonistin ist leider erst 14, aber ich glaube, dass die Geschichte trotzdem ganz süß und lustig und amüsant werden könnte. Und deshalb ist sie hier in meiner Liste vertreten. Ja, dann habe ich noch für euch Jungs to Go von Lisa Alden und das ist ein Buch, das klingt so cool, also Contemporary-Geschichte. Da geht es um ein 17-jähriges junges Mädchen, das auf ein Mädcheninternat kommt und am Anfang ist sie das überhaupt nicht begeistert von, denn sie ist eigentlich immer nur mit Jungs befreundet und denkt sich nur so, ugh, Mädchen, ugh. Allerdings kennt sie sich mit Jungs ganz gut aus und als eine von den Mädchen auf dem Internat dann Probleme mit ihrem Freund hat, kann sie ihr genau sagen, was dieser Freund braucht. Toni weiß jedenfalls, der Junge muss mal wieder richtig eifersüchtig gemacht werden. Und dafür hat sie zufällig ja ihre ganzen Kumpels parat und vermittelt dann quasi ein Scheindate, das dann den Ex-Freund, Freund, wie auch immer, eifersüchtig macht. Das klappt so gut, dass daraufhin auch andere zu Toni kommen und Scheindate-Vermittlungen haben möchten. Toni beginnt dann also eine Art Scheindate-Agentur zu führen. Warum mache ich eigentlich die ganzen Anführungsstriche? Scheindate-Agentur zu führen. Aber natürlich verliebt Toni sich dann auch irgendwann selbst und das Buch klingt einfach mega amüsant und süß und lustig und genau nach der Geschichte, die ich gerne lese. Deshalb, ich will es, gibt es mir! Zum Glück kommt das schon im September. Ja, dann erscheinen noch ein paar Fortsetzungen bei Löwe. Und zwar der zweite Teil von Veronica Mars. Ich habe den ersten hier irgendwo stehen. Leider noch ungelesen, aber ich muss ihn lesen, denn Veronica Mars ist einfach so cool und es geht weiter. Das ist Material, was ungenutzt. Durcheinander. Außerdem bei Löwe erscheint der dritte Band von Wen der Rabe ruft, was die Spiegel wissen. Dieses Buch habe ich schon hier, ich habe schon angefangen, beziehungsweise bin schon fast durch. Und das Buch ist einfach wieder so viel besser als Band 2, finde ich zumindest. Und ich denke, es wird wieder mal auf 4,5 Sterne hinauslaufen. Wobei ich sagen muss, ein bisschen mehr hätte doch noch passieren können. Aber ich bin ja noch nicht durch, ne? Ich finde nur einfach, die Bücher hätten als Trilogie besser funktioniert als vierteilige Reihe. Ja, und dann kommt noch das Buch heraus, auf das wohl sehr, sehr viele Leute warten sehnlichst. Und das ist Skullduggery Pleasant, das Sterben des Lichts von Derek Landy. Das ist der abschließende Band der Reihe und ich habe den gewonnen bei einem Gewinnspiel von Löwe und ich freue mich da mega drauf, aber ich habe den 8. bisher auch noch nicht zu Ende gelesen. Egal, ich freue mich da trotzdem mega drauf. Das Cover ist auch richtig cool und wir sind im Oktober auch auf der Buchmesse bei einer Derek Landy Party und mein Fangirl-Herz geht auf. Noch so ein Coverbuch ist Nacht ohne Sterne von Gesa Schwarz. Ich weiß, dass schon viele Leute von Gesa Schwarz was gelesen haben. Ich glaube, es ist nicht die Autorin von Grimm. Auf jeden Fall habe ich von ihr noch nichts gelesen. Aber das Buch sieht einfach so wunderschön aus. Ich meine, schaut euch dieses Cover an. Es ist so schön. Es ist auf jeden Fall ein Elfenbuch und es geht irgendwie um Lichtelfen, Dunkelelfen, wie das meistens der Fall ist. Und unsere Protagonistin ist, glaube ich, eine Halbelfe, also typische Elfengeschichte, würde ich mal sagen. Aber es geht ja meistens um das Ganze drumherum, was um dieses Grundkonzept von den ganzen Elfenbüchern gesponnen ist. Und ich bin mal gespannt, ob das, ob das was Außergewöhnliches ist. Da werde ich wahrscheinlich auch die Rezension abwarten, bevor ich das lese. Dann erscheint Talon. Talon Drachenzeit von Julie Kagawa. Julie Kagawa, die ist die Autorin von den Plötzlich-Fee-Büchern, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute kennen werden. Das ist die mit dem Auge.
Und hier haben wir auch ein Auge, wobei ich das Cover echt hässlich finde im Deutschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es sieht echt nicht schön aus, tut mir leid. Bisher stehe ich sehr alleine mit meiner Meinung, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem lesen, weil das englische Cover jetzt auch nicht so mega einen umhaut. Und mal schauen, mal abwarten. Ich habe auf jeden Fall die Firelight-Bücher gelesen und ich bin gespannt, inwiefern Talon denn anders ist, weil vom Grundkonzept her klingt es halt sehr ähnlich. Also Drachenmenschen, die aber in der Lage sind, auch eine normale menschliche Gestalt anzunehmen. Mal schauen, ob das gut sein wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Geht wahrscheinlich dann auch wieder um Drachenjäger und sowas alles. Ja, und dann erscheint natürlich der dritte Band von Silber. Silber, das dritte Buch der Träume, wie ich diese Beititel einfach immer so richtig nutzlos finde bei den Kerstin Kipp-Büchern. Liebe geht durch alle Zeiten, Liebe geht durch alle Zeiten, Liebe geht durch alle Zeiten. Ja, man hätte einfach nur Rubinrot, Saphir Blau, Smaragd Grün. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Buch, auch wenn ich da so mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegengehe. Nicht nur, weil die Reihe dann zu Ende ist, sondern vielmehr, weil ich so ein bisschen Befürchtungen für das Ende von diesem Buch habe. Nämlich, dass Henrys Secrecy ist. Und wenn das tatsächlich passieren sollte, dann werdet ihr euch schon mal darauf gefasst machen können, dass es hier ein extremes Rant-Video geben wird. Extremst Gossip Girl und Pretty Little Liars. Eröffnungen, die gehen mir auf den Keks. Das ist einfach, nein. Und wenn Henry's Secrecy ist, ist das auch ein klares Nein. Ist so. Tut mir leid. Ich kann damit nicht umgehen. Obwohl ich will, dass Liv mit Grayson zusammenkommt. Das ist halt der Teil, den ich haben will. Aber der andere Teil. Ich rede schon wieder zu viel. Außerdem erscheint von Bloodlines ein neues Buch, und zwar der Rubinrote Zirkel. Ich glaube, das ist der 5. Oder schon der 6. Ja, Bloodlines ist die Spin-off-Reihe von Vampire Academy. Und ich habe bis jetzt erst die ersten 4 gelesen. Auf Englisch, die stehen da oben irgendwo. Ich weiß noch nicht, ob ich weiterlesen werde. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Dann erscheint ein neues Buch von Jennifer Astep, der Autorin von der Mythos Academy-Reihe. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Sie hat schon mal andere Bücher geschrieben gehabt, aber das sind alles Erwachsenenromane und ich bin sehr gespannt auf ihr neues Jugendbuch. Ich finde halt, die Mythos Academy-Reihe war ein bisschen zu lang, aber ich freue mich trotzdem mega auf Black Blade. Die Geschichte klingt auch irgendwie richtig, richtig cool. Da geht es nämlich um ein junges Mädchen, was Auftragsdiebin ist und magische Fähigkeiten hat. Also wenn sie in jemandes Augen blickt, dann kann sie in seine Seele blicken oder in der Seele lesen, irgendwie sowas. Auf jeden Fall rettet sie zufällig den Sohn von einer reichen, adligen, magischen Familie und wird dann sofort als seine Leibwächterin angeheuert. Und da wird es bestimmt eine Liebesgeschichte geben. Ich mag sowas irgendwie, dieses durch Zufall nahekommen und dann diese Freundschaft, die sich zwangsweise dadurch entwickelt und dann die Liebe, die sich dadurch entwickelt. Und das sind irgendwie Geschichten, die ich gerne mag. Dann erscheint noch Zwischen Licht und Finsternis von Lucy Inglis. Und ich finde, das Cover sieht einfach richtig cool aus. Ich wäre an dem Buch, glaube ich, auch ohne dieses Cover überhaupt nicht interessiert gewesen. Es spielt auf jeden Fall in London, wo gerade Mädchen verschwinden und dann tauchen seltsame Kreaturen auf. Und dann taucht ein mysteriöser junger Mann auf, der unserer Protagonistin sagt, dass sie auserwählt ist oder irgendwie sowas. Und ja. Es klingt sehr, sehr typisch, muss man zugeben. Aber das Cover ist trotzdem schön. Ja, dann erscheint noch ein Buch, das auch sehr viel Aufmerksamkeit in Amerika bekommen hat. Und zwar The School of Good and Evil. Da heißt der erste Band, es kann nur eine geben im Deutschen. Ah, deutsche Beititel. Es kann nur eine geben. Das Buch ist illustriert und zwar von Jacopo Bruno. Und die Autorin heißt Soman Gainani. Wow, so italienisch. Ja, das Buch klingt einfach mega, mega, mega cool nach einer richtig coolen Idee. Und zwar geht es da um eine Schule, in der junge Menschen für Rollen in Märchen ausgebildet werden. Also Prinzessin, Prinz, Sidekick oder halt auch böse Hexe, wie auch immer. Und es geht um zwei Mädchen, die befreundet sind und die eine will unbedingt die Böse werden und die andere will unbedingt die Gute werden und dann kommt es natürlich so, wie keiner das haben wollte und
die Freundschaft der beiden wird dann auch so ein bisschen auf die Probe gestellt. Ich finde das Buch, die Idee von diesem Buch ist einfach so mega cool und ich freue mich da total drauf. Die Rezensionen dazu waren halt auch ganz gut bisher und ja, ich möchte dieses Buch gerne lesen. Dann erscheint noch ein Contemporary-Roman, der sich ganz cool anhört. Wer sucht schon das große Glück von Denise Deegan? Das ist so eine Star-Geschichte, glaube ich. Auf jeden Fall geht es um ein junges Mädchen, was eigentlich alles hat, was sie braucht. Und dann bekommt sie eine Rolle in einer Soap und ja, dadurch wird ihr Leben so ein bisschen ins Chaos gestürzt. Ich lese ja diese ganzen Geschichten, Star, Serien, Sänger, wie auch immer, sehr gerne und deshalb bin ich da mal gespannt, wie das so sein wird. Ja, dann erscheint ein Buch von A.D. Elsaid, Let's Get Lost heißt das Buch und da geht es um ein junges Mädchen, was die Nordlichter sucht, also was auf der Suche nach den Nordlichtern irgendwie ist und dabei auf vier Menschen trifft oder die vier Menschen, die sie begleiten. Also das klingt so ein bisschen Roadtrip-mäßig und eigentlich ganz cool und A.D. Elsaid soll ja auch eine sehr gute Autorin sein und ja, ich bin da mal gespannt, was das so zu bieten hat, das Buch. Ja, dann erscheint noch Zodiac von Romina Russell. Ich habe mir gerade die Kurzbeschreibung auf die Deutsche durchgelesen und denke mir so, ich weiß immer noch nicht so ganz, worum es geht, aber gut. Also ein junges Mädchen, das gerne zu den Zodiac, also ein Zodiac werden möchte oder so ähnlich. Ich rate jetzt, Menschen, die Sternbilder deuten können, denn es gibt da eine Katastrophe, die ihre Heimat, und die Heimat heißt ernsthaft Krebs, die ihre Heimat Krebs heimsucht und sie ist die Einzige, die das vorhergedeutet hat und wird dann irgendwie zur Oberin da ernannt und muss dann mit dem ganzen Chaos fertig werden, obwohl sie da überhaupt nicht so ausgebildet fertig ist und ja, klingt eigentlich ganz cool. Retterin in der Not. Yay. Ja, dann erscheint noch ein Buch, was in Amerika totalen Hype ausgelöst hat und zwar Midnight Girl von Melissa Gray. In Deutschland hat das noch den Beititel Das Lied des Feuervogels. Die Geschichte klingt auch echt cool. Da gibt es immer ein junges Mädchen, was in Manhattan lebt, aber sie ist eine der wenigen, die eben von der der magischen Untergrundwelt, die durch Portale unterhalb von Manhattan zu erreichen ist und wo magische Völker leben. Es kommt dann irgendwie zum Zwist und sie begibt sich auf jeden Fall auf die Suche nach dem magischen Feuervogel, aber jemand aus dem befeindeten magischen Volk auch und das natürlich ein Kerl und sie treffen natürlich aufeinander und dann BÄM! Ja, ich finde das Buch klingt echt cool und ich bin sehr gespannt. Außerdem erscheint Walled City von Ryan Grodin oder so ähnlich. Das ist eine Geschichte, die so ein bisschen klingt wie Legend vom ganzen, von der ganzen Struktur her. Ist auf jeden Fall eine Dystopie, ausnahmsweise mal wieder eine reine Dystopie ohne irgendwelche Fantasy. Gedöns. Um zwei Schwestern und die eine bekommt irgendwie Hilfe von einem reichen Jungen, der irgendwie auch die Regierung stürzen muss und irgendwie sowas. Dann erscheint der zweite Teil, oder dritte schon? Der dritte Teil von Lockwood & Co. Die raunende Maske. Da habe ich den ersten Band noch nicht gelesen, der zweite steht bei mir ungelesen rum, weil es den günstig bei dem ersten Buch auch schon gab. Auf jeden Fall klingt das echt cool. Ich glaube, da geht es irgendwie um so eine Gruppe von Menschen, die sich irgendwie mit dem Paranormalen beschäftigen. Ich weiß nicht genau, was sie da tun. Ich glaube, Geister jagen? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall klingt das ganz cool und ja, mal schauen. Aber ich fand Bartimeus so lala. Deshalb weiß ich noch nicht, wann ich das lesen werde. Erstmal brauche ich ja erstmal den ersten Teil, um den zweiten lesen zu können. Ja. Dann erscheint der zweite Band von Steelheart, auf den ich mich schon so mega freue. Firefight von Brandon Sanderson. Ich will dieses Buch, ich will es, weil der erste Band war einfach so ein absolutes Highlight für mich letztes Jahr. Und ich will den zweiten. Ich bin einfach total gespannt, wie es weitergehen wird, weil, wie gesagt, der erste halt richtig cool gewesen ist. Und da geht es um so eine Zukunft, in der so im Prinzip wie Superhelden existieren. Also Menschen mit diesen Superheldenkräften. Aber die sind eben nicht gut, sondern die sind böse, diese Menschen. Und haben dann eben die normalen Menschen unterdrückt. Und dann geht es um so einen Jungen, der als einziger die Schwäche von einem von diesen, Epics nennt man die, zu kennen glaubt, denn sie haben immer genau eine Schwäche und dann, ich habe mir gerade die Lippe gepiekst. Und dann versucht er gemeinsam mit den Rebellen dann eben diesen
Steelheart heißt er, diesen Epic zu stürzen. Außerdem erscheint das Feuerzeichen. Da geht es um eine Zukunft, in der nur noch Zwillinge geboren werden, die sehr stark irgendwie miteinander verbunden sind. Und es ist halt so, dass es immer einen mit einem Makel gibt und unsere Protagonistin ist halt eine von diesen mit dem Makel. Die heißt ein Omega, ist deshalb auch das große Omega-Symbol auf dem Cover. Sie hat eben eine Gabe, die aber als Makel angesehen wird und sie beginnt aber gegen das System zu kämpfen, gegen ihren Zwillingsbruder auch irgendwie. Dabei muss sie aber auch aufpassen, weil wenn der Zwillingsbruder stirbt, dann stirbt auch sie. Außerdem erscheint der dritte Band von Throne of Glass. Allerdings haben sie hier einen Cover-Change gemacht und die Bücher kommen auch nur noch als Taschenbücher raus, soweit ich weiß. Throne of Glass, Erben des Feuers. Ich fand die ersten beiden ganz gut, aber sie haben mich noch nicht so richtig... Der entscheidende Funke ist noch nicht übergesprungen. Deshalb bin ich mal gespannt, ob der dritte denn besser wird und ob da der Funke dann endlich überspringen wird. Das ist auf jeden Fall ein High-Fantasy-Roman. Da geht es um eine Assassinin, die... auserwählt wird als Champion für den Prinzen und soll dann in so einem Kampf gegen andere Leute kämpfen und wer am Ende gewinnt, der darf dann irgendwas aussuchen oder so. Und eben sie steht dann zwischen dem General der Garde und dem Prinzen, denn da gibt es so Love Triangle mäßig, geht's da ab. Außerdem erscheint der zweite Band von Everflame, den werde ich allerdings wahrscheinlich nicht lesen. Meine Rezension zu dem Buch verlinke ich euch unten irgendwo. Generell verlinke ich euch einfach alle Rezensionen von irgendwas, was ich davon irgendwie rezensiert habe. Ich meine, da geht es um so ein Mädchen, das in eine Parallelwelt gesogen wird, wo sie dann irgendwie so magische Fähigkeiten hat, weil die Doppelgängerin und etc. 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 War irgendwie nicht so meins. Vom Stil her war es einfach nicht so meins. Leider. Ja, dann erscheint auch noch der zweite Teil von The Diviners. Ich fand das Buch leider nicht so mega gut von Libba Bray. Ich liebe die Gemma Doyle Bücher von Libba Bray. Aber The Diviners war halt einfach irgendwie nicht so meine Geschichte. Wahrscheinlich hat das mit dieser ganzen Mordserie zu tun. Und dann war das halt auch noch so historisch angehaucht. Und ja, da erscheint jedenfalls der zweite Teil, Die dunklen Schatten der Träume. Außerdem erscheinen noch mehr Fortsetzungen. Und zwar der zweite Teil von... nochmal der erste, Dark Wonderland. Ne, der zweite heißt Dark Wonderland. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das mit dem Mädchen auf dem Cover. Ich glaube, das heißt auch Dark Wonderland. Und jetzt genau. Und das heißt Dark Wonderland Herzbube. Ich habe den ersten Band noch nicht gelesen. Der steht hier irgendwo. Splintered. Tada. Ja, ich habe aber auch gehört, dass der zweite wohl nicht ganz so gut sein soll wie der erste und dass man das auch getrennt voneinander lesen irgendwie kann, also nach dem ersten Mal noch aufhören kann. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ich finde auf jeden Fall, dass das deutsche Cover vom zweiten sehr viel cooler aussieht als das englische. Außerdem erscheint auch die Fortsetzung von Obsidian. Origin Schattenfunke. Da fiel man wahrscheinlich alle drauf zu, außer ich. Yay! Ja, und das Buch, auf das ich mich wohl am allermeisten freue. Helden des Olymp, das Blut des Olymp. Von Rick Riordan. Das große Finale der Helden des Olymp-Reihe und die Cover sind einfach so... Ich liebe die deutschen Cover. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich halt wirklich auf Deutsch die Bücher gelesen habe. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das bei der nächsten Reihe, also bei der nordischen, ich wackel gerade, egal, bei der nordischen Mythologie machen werde, aber die deutschen Cover sind einfach so schön und ich finde das hässlich, das Cover vom ersten Band von der nordischen Reihe. Deshalb werde ich wahrscheinlich auf die deutsche Version warten, weil die einfach schöner aussieht. Aber es dauert länger. Ja, und abschließend erscheint noch das neue Buch von Colleen Hoover, Love and Confess. Da geht es um ein Mädchen, was sich, glaube ich, in so einen Künstler verliebt und der malt immer Porträts zusammen mit Geständnissen von diesen Leuten, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und sie fühlt sich sofort zu ihm hingezogen, aber sie hat halt auch ein Geheimnis und sie will auf keinen Fall, dass dieses Geheimnis rauskommt. Und ja, passt irgendwie zum Titel sehr gut. Ich habe es jetzt erst, weil ich Laken liebe, gelesen und muss halt echt mal Hope Forever oder Hope, Finding Hope, Hopeless halt. So viel Hope, wie ich das so finden werde und ich denke, davon mache ich das dann abhängig, ob ich dann Love and Confess lesen werde. Ja, meine Lieben,
das war die Übersicht über Herbst und Winter 2015. Was sind eure Highlights? Ich habe einige. Also das ist ja im Prinzip meine Highlights-Liste. Also minus ein paar Bücher, die ich jetzt nur da reingepackt habe, weil die halt alle so mega cool finden. Aber ja, das sind so meine Highlights. Und Helden des Olymp, Firefight natürlich auch. Es sind halt noch einige dabei, die sich sehr cool anhören. Aber Helden des Olymp und Firefight sind, glaube ich, so meine Highlights. Ich vergesse bestimmt gerade irgendwas. Ja, was die Spiegelwissen war halt auch ein Highlight, aber das steht ja schon hier.